Die innenpolitische Situation spitzte sich zu. Streiks waren an der Tagesordnung und die Produktivität sank. Vor den Firmenzentralen explodierten Bomben. Manager wurden entführt und Gewerkschafter verdächtigt, mit Guerillagruppen unter einer Decke zu stecken. Im März 1976 putschten die Militärs und ermordeten fast 30.000 Regimegegner, schätzen Menschenrechtsorganisationen. Im Mercedes-Werk wurden Arbeiter von der Werkbank verschleppt. 14 wurden, wie Alberto Cicena, nachts festgenommen und gelten bis heute als verschwunden. Der Terror lähmte uns. Weil um mich herum Kollegen verschwanden, schlief ich nicht mehr zu Hause, sondern bei Freunden. Die Militärs gingen in der Fabrik ein und aus. 17 Kollegen wurden verschleppt. Nur 3 von ihnen überlebten. Wir waren in ständiger Furcht. Nach den ersten Verhaftungen im Werk legten die Arbeiter aus Protest die Produktion still, zogen vor die Kasernen und forderten die Freilassung. Das hatte zunächst Erfolg. Aber mit zunehmendem Terror ging es nur noch ums Überleben. Eduardo Facial. Ich nahm 1978 in Abendkursen ein Jurastudium auf. Ich wurde aus der Fabrik in die Firmenzentrale versetzt und begann dort die Angestellten gewerkschaftlich zu organisieren, noch zu Zeiten der Diktatur. Ich rechnete jeden Tag mit der Kündigung. Und die kam dann auch. Zum Glück hatte ich gerade mein letztes Examen bestanden. Von seinen Kollegen und deren Hinterbliebenen hörte Eduardo erst wieder, als vor 15 Jahren die Verfahren wegen der Menschenrechtsverletzungen in der Mercedes-Fabrik begannen. Und seitdem kümmert er sich um sie, nicht nur als Nebenkläger in den Strafverfahren, sondern auch privat. Graciela hatte wirklich Pech. Sie konnte ihre Hypotheken nicht zahlen und verlor ihr Haus. Als sie mich anrief, war die Zwangsversteigerung bereits beschlossene Sache. Sie ist auf eine Entschädigung der Firma für den Tod ihres Mannes angewiesen. Vor 10 Jahren haben die Anwälte der Hinterbliebenen in den USA ein Zivilverfahren gegen die Daimler AG eingeleitet. Zurzeit berät der US Supreme Court, ob das Urteil, mit dem sich ein kalifornisches Gericht für zuständig erklärt hat, verfassungskonform ist. Graciela hat mich von der Plaza mit zu sich nach Hause genommen. Sie bekommt eine Rente von knapp 300 Euro. Sie ist 62 Jahre alt, der Rücken tut weh. Die Hände sind wenig beweglich. Dazu verdienen mit der Nähmaschine kann sie kaum. Sie überlegt, ob sie besser zu einem ihrer Kinder ziehen soll, aber die haben ihre eigene Familie und wenig Platz. Aus einer Kiste fischt sie Familienfotos. Hier, das Haus, das zwangsversteigert wurde. Die ganze Familie hatte Geld und Arbeit reingesteckt. Ein zweiter Stock wurde aufgebaut, eine Garage errichtet, das Gelände mit Eisengittern gesichert. Viele Jahre wohnte sie dort. Als die Geldsorgen immer größer wurden, zog sie in eine kleine Wohnung, die ihrem Sohn gehört, und wollte von der Vermietung des Hauses leben. Sie zeigt mir ein Foto Albertos bei der Hochzeit mit Krawatte und Anzug. Die beiden hatten sich im Februar 1969 kennengelernt, beim Fasching. Da war sie 16 und wurde gleich schwanger. Alberto war selbst noch ein junger Mann, jobbte bei General Motors und wollte zu diesem Zeitpunkt keine Familie gründen. Sie bekam das Kind alleine, aber kurze Zeit später klopfte er wieder an. Zuerst wies sie ihn ab, erinnert sie sich lachend. Dann stritten sie einen Monat lang und dann zogen sie zusammen. Er war nie in einer politischen Partei, hatte aber einen großen Gerechtigkeitssinn. Alberto era una persona que hacía mucho deporte.
Alberto war sehr sportlich und hatte immer irgendetwas vor. Ein Nachbar vermittelte ihm die Stelle bei Mercedes-Benz. Die Firma zahlte damals gute Löhne. Er hat am Feierabend an unserem Haus gebaut. Er konnte das alles. Wir haben bis spät in die Nacht das Dach isoliert. Wir dachten, dass die Zukunft für uns alle besser sein würde, dass unsere Kinder studieren würden. Von den Problemen im Betrieb erzählte er ihr wenig. Auch nicht, dass Leute im Werk verhaftet wurden, Arbeiter wie er. Dass man munkelte, dass sie in geheimen Folterzentren landeten. Dass Menschen erschossen, aus Flugzeugen geworfen und in Massengräbern verscharrt wurden. Dann holten auch ihn die Militärs. Und von einem Tag auf den anderen stand Graciela, die Hausfrau, vor der Situation, dass ihr Alberto nicht mehr da war. Mein ältester Sohn, Guillermo, war immer an meiner Seite. Nuria, die Jüngste, ebenfalls. Aber der Mittlere, Hernán, konnte sich nie mit dem Tod seines Vaters abfinden. Er hatte eine riesige Wut auf alle und wartete jahrelang auf ihn. Er war fest davon überzeugt, dass er jeden Moment zur Tür reinkommen würde und sprach mit ihm. Nuria hat als Kind ihrem Vater unbewusst Vorwürfe gemacht. Sie fühlte sich von ihm verlassen. Jetzt, als Erwachsene, die selbst Kinder hat, versteht sie, was passiert ist. Wir haben in der Sache Mercedes-Benz zahlreiche Strafanzeigen erstattet. Die wichtigste ist die Anzeige von vor über 10 Jahren bei der hiesigen Staatsanwaltschaft wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Beschuldigt sind die Militärs, Mercedes-Benz und ihr Werksleiter Juan Tasselkraut, sowie der Gewerkschaftsboss José Rodríguez. Wir glauben, dass sie sich zusammengetan hatten, um gemeinsam unbequeme Gewerkschafter verschwinden zu lassen und die Produktivität zu steigern. Auf seinem Schreibtisch türmen sich Aktenberge. Kopier mir bitte die komplette Akte, bittet er seine Sekretärin. Seine Abteilung erhält jeden Tag mehrere Hilferufe. Mal soll man vermitteln, wenn die Polizei gewalttätig gegen Demonstranten vorgeht oder ein besetztes Haus räumt. Ein anderes Mal beschweren sich Nachbarn, wenn sich der Müll auf den Straßen sammelt. Neben dieser alltäglichen Arbeit kümmert sich Fatschal um die Verfahren in Sachen Mercedes-Benz. Es ist ja seine eigene Geschichte. Die 2002 erstattete Strafanzeige dümpelt vor sich hin. Eine Zeit lang wurde über die Zuständigkeit gestritten. Buenos Aires, San Martín oder La Plata. Einige der von uns benannten Zeugen wurden vernommen, aber nichts Neues ermittelt. Und mit den Jahren sterben die Leute weg, weil sie alt sind. Einer der Beschuldigten, der Gewerkschaftsboss Rodríguez, ist friedlich verstorben. Als Nebenkläger kann Eduardo Beweisanträge stellen. So sollten die Unterlagen des Mutterhauses in Stuttgart beschlagnahmt und der Daimler-Vorstand vernommen werden. Doch es wurden nicht die Zeugen gehört, die er benannt hatte, sondern völlig Unbeteiligte, deutsche Gewerkschafter. Der Anwalt ist heute noch empört. Die amtlich bestellte Übersetzerin übersetzte das Wort Vorstand mit Betriebsrat. Und so wurden, nach Jahren diplomatischen Hin und Hers, in Stuttgart die Betriebsräte vorgeladen und zu den Ereignissen in Argentinien verhört. Dann kam die Akte nach Argentinien zurück, erinnert er sich, und der Richter befand, dass die Vernehmungen in Deutschland keine Beweise gebracht hätten. Er schob den ganzen Vorgang an ein Gericht in der Provinz ab. Eduardo Fatschal. Wir haben Dutzende Beweisanträge gestellt. Sie werden kommentarlos in die Akte geheftet, ohne dass der Richter auf sie eingeht. Er lehnt sie nicht ab, wogegen wir vorgehen könnten. Das ganze Verfahren tritt seit vielen Jahren auf der Stelle. Man habe nichts unversucht gelassen und vor ein paar Jahren sogar mit dem damaligen Präsidenten Néstor Kirchner gesprochen. Schließlich behauptet die argentinische Regierung, dass das Thema Menschenrechte Chefsache sei. Auch Graciela Cicena hatte sich von dieser Audienz viel versprochen.
Kirchner versprach den Hinterbliebenen eine Untersuchungskommission und wir waren glücklich, dass endlich was passierte und die Gerechtigkeit nicht auf dem Altar der ökonomischen Sachzwänge geopfert wird. Aber diese Kommission kam nie zustande. Unsere letzte Hoffnung ist das Verfahren in den USA. Wenn der oberste Gerichtshof die Eröffnung erlaubt, können wir über den Umweg einer Zivilklage am Ende erfahren, was mit unseren Kollegen und den Angehörigen geschehen ist. Hat Graciela jemals gehofft, dass der mächtige deutsche Konzern verurteilt würde? Dass er seine Archive öffnen und sich entschuldigen würde? Sie lächelt. Was soll sie, die Arbeiterfrau aus der Vorstadt San Justo, dazu sagen? Es wäre für mich wichtig, dass Mercedes-Benz zugibt, was sie getan haben. Dann wäre ich ruhiger. Und vielleicht gelingt es mir dann, das Kapitel zu schließen. Von Eduardo weiß sie, dass die Strafanzeigen in Deutschland und Argentinien bisher kein Ergebnis erzielt haben. Jedenfalls kein juristisches. Keiner der zivilen Helfer der Militärs wurde verurteilt. Die deutsche Justiz wird kaum gegen ein Traditionsunternehmen vorgehen, glaubt sie. Und die argentinische will sich mit dem mächtigen multinationalen Unternehmen nicht anlegen. Deshalb sei sie ja dem Rat, es in den USA zu versuchen, gefolgt. Und wenn jetzt der Supreme Court die Eröffnung des Verfahrens ablehnt, war dann alles umsonst? Nein, antwortet sie. Der Fall ist in der ganzen Welt bekannt. Die Leute wissen, was passiert ist und warum. Und dass die Opfer unschuldig waren. Sie weiß, dass ihr Mann wie die vielen anderen ermordet wurde und nicht zurückkehren wird. Schon lange stellt sie für ihn keinen leeren Teller mehr auf den Abendbrottisch. Aber irgendwo bleibt eine irrationale Hoffnung. Du kannst diese Etappe nicht einfach zuklappen. Auch wenn du es willst, es geht nicht. Die Wunde geht nicht zu. Es klingelt das Telefon und es meldet sich niemand. Du denkst sofort, am anderen Ende der Leitung ist Alberto. Das geht mir bis heute so. Ich sage mir, er hatte damals einen Unfall und sein Gedächtnis verloren. Und wenn er sich wieder erinnert, das geht nie zu Ende. Graciellas Mann ist doch nicht vergessen. 30 Jahre nach Ende der argentinischen Militärdiktatur. Eine Sendung von Gabi Weber.